Hallo liebe Gartenfreunde, es ist Mitte April und es wird Zeit, die Zucchini auszusehen. Dafür brauche ich Anzuchttöpfe, ich habe hier welche aus Zellstoff, die zersetzen sich später und können somit eingepflanzt werden. Außerdem ein Anzuchthaus, das heißt eine Schale mit einem transparenten Deckel, ungedüngte Anzuchterde, einen Wassersprüher zum Befeuchten, einen Pikierstab und natürlich Zucchinisamen. Als erstes fülle ich meine Anzuchttöpfe mit Anzuchterde. So. So ein bisschen andrücken ist immer ganz gut. So, die Töpfe sind voll. Jetzt kann ich die Samen reinstecken. Übrigens kommen hier gerade so ein paar Flocken runter. Lasst euch nicht davon stören. Ist ein bisschen kalt, aber es ist tatsächlich Mitte April. Es ist April, kann man nichts machen. Außer Zeitpunkt ist trotzdem richtig. Meine Samentüte habe ich hier. Pass ich mal auf. Pro Topf nehme ich einen Samen. Zucchini sind Dunkelkeimer, das heißt, die Samen müssen ungefähr 2 cm tief in die Erde. Wenn ihr euch nicht sicher seid, guckt hinten auf die Samentüte, da steht es immer noch mal drauf. Zur Steckrichtung ist zu sagen, dass ihr die abgeflachte Seite nach unten stecken solltet. Also seht ihr hier, oben ist die Spitze so ein bisschen rundlich, unten ist das so abgeflacht. Damit steckt ihr die nach unten in den Topf, da bilden sich dann später die Wurzeln. Mit dem Pikierstab einfach kleine Löcher bohren. In die Löcher lege ich dann die Zucchinisamen, wie gesagt, mit der abgeflachten Seite nach unten. Die Samen sind drin. Jetzt schließe ich die Löcher, einfach vorsichtig andrücken. Und das Ganze anfeuchten. Jetzt decke ich das Ganze noch mit einem transparenten Deckel ab. Und das Mini-Gewächshaus stelle ich dann an einen hellen, warmen Platz. Ungefähr 20 Grad ist gut, also Zimmertemperatur kann man sagen. Dann keimen die Samen gut. Wenn die Zucchini-Samen gekeimt haben, dann stellt ihr das Anzuchthaus etwas kühler. So 17, 18 Grad reicht dann. Dann wachsen die Pflanzen nicht ganz so schnell. Und nach 4 Wochen, also Mitte Mai nach den Eisheiligen, kommen die Jungpflanzen dann raus ins Beet.